Moin Leute, der Stony hier. Ich wurde von dem Schnorris58 getaggt. Und zwar geht es um die Tagging-Runde, die MS Bricktop 80 gestartet hat. Also der liebe Mario. Was ist eure liebste Messerkombi? Jetzt habe ich nur ein kleines Problem. Ich habe da so ein paar Messer und ich benutze dies mit dem und das mit diesem und ich habe mir 2 Tage den Kopf zerbrochen. Was machst du denn bloß? Und dann habe ich mir gedacht, nimmst du einfach mal deine Messer auf. Kriege ich die alle drauf. Es sind insgesamt 83 Stück. Ich glaube, ein paar fehlen noch, aber die habe ich vielleicht gerade nicht gefunden. So. Und dann habe ich gedacht, das machen wir jetzt mal. Und fangen quasi, ich habe es in 3 Kategorien gemacht. Fixed, Folder und Taschenmesser à la Victorinox. So, ich nutze zurzeit das Walter CLK Classic Military Knife. CMK heißt es übrigens. Und das Outrider. Die beiden sind meine Lieblingstaschenmesser. Wobei ich diese anderen hier zwischenzeitlich auch immer ganz gerne nutze. Was die Folder angeht, ja. Ja, da bin ich eben auf einen doofen Knopf gekommen und das Video war beendet. Wo war ich stehen geblieben? Also von den Foldern nutze ich am liebsten das Gear Falcon, das Böker Plus Grip Lock, dieses Opinel Nummer 8 mit dem Lanyard dran. Dann das Zero Tolerance 0350. Und zwischenzeitlich nutze ich auch hier den von Polforce, das Bravo One. Ja, dann nutze ich noch sehr gerne, dann nutze ich noch sehr gerne, dann nutze ich noch sehr gerne, wo ist es denn? Achso, hier, da, das Red One. Und das Spyderco Mannix XL2 oder 2XL. Und natürlich mein geliebtes Benchmade Rift. Es hat so einen geilen Klingengang. Das ist der Hammer. Und kein Klingenspiel. Ja, ihr merkt sich, ich bin noch ein bisschen erkältet. Ich hoffe, das legt sich jetzt so langsam. So, naja. Und von diesen Messern nutze ich halt mit den Messern, je nachdem, unterschiedlich. Wenn ich dann mal in den Wald gehe, dann nutze ich natürlich ein Fixed. Und hauptsächlich ist es das Feldkniven F1. Das liegt da. Dann das GEK EDC von Icon. Das SI6. Natürlich das Steffen Meyer, Badlander. Die Moras, die hier zu sehen sind. Die SI-Messer. Das Real Steel. Für das Real Steel. Ich vergesse mal den Namen. Irgendwas mit C. Brauche ich nochmal eine andere Kydex, weil das Ding ist mir einfach zu lose. Da werde ich mir nochmal eine neue machen. Ja. Also, wie gesagt, diese Frage ist für mich schlecht zu beantworten. Aber ich hoffe, ich konnte so ungefähr den Einblick bringen, was ich nun tatsächlich davon nutze. Also, wie gesagt, das Walter Classic Military plus das Gear Falcon zum Beispiel ist eigentlich so momentan meine absolute Lieblingskombi. Das kann ich mal jetzt eigentlich mal festhalten. Übrigens ist das Gear Falcon, was ich mit dem Stefan 123321 getauscht habe gegen das Buck Strider. Ja, ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Und meine Antwort dazu. Ich sehe gerade, da fehlt übrigens noch ein Victorinox. Das Handyman fehlt da.
Ja, soweit so gut. Hier noch, wie gesagt, ein kleiner Überblick über alle meine Messer oder fast alle meiner Messer, aber der Großteil ist drauf. So, jetzt ist natürlich die Frage, wen tagge ich? Ich würde sagen, den Soli War und den, ja, den nehmen wir als zweites. Bam! Den Spider-Bro. Als denn, macht's gut. Ciao, euer Sony.